Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch immer, immer wieder betone. Weil es gibt viele Brüder, die sind so wie, ah, Deutschland, alles schlecht, alles die sind den ganzen Tag so. Ich sage immer, immer wieder, ich betone das, überall gibt es Vor- und Nachteile, in jedem Land. Oder ich bin so viel um die Welt gekommen, Alhamdulillah, ich habe eine Zeit lang hier in Saudi-Arabien gelebt, von 2004 bis 2006. Ich habe eine Zeit lang in Ägypten gelebt, von 2011 bis 2013. Ich war sehr viel in Marokko gewesen, war sogar eine Zeit lang auch am Leben eigentlich. Ich habe und habe sehr viele Länder bereist. Überall gibt es Vor- und Nachteile. Und es ist einfach so, dass es gerade auch in Deutschland bestimmte Vorteile gibt, bestimmte Sachen, die eigentlich islamisch sind, die aber nicht als Islam gesehen werden, also wahrgenommen. Oder die Deutschen nicht merken, dass sie eigentlich ursprünglich vom Islam kommen. Und was man zum Beispiel durch Andalusien, durch die Muslime in Andalusien damals gelernt hat, weil die Muslime in Andalusien sehr fortgeschritten waren. Die Muslime haben dieses ganze Wissen, diesen ganzen Fortschritt vergessen. Die Nicht-Muslime haben das nicht vergessen. Guck mal, ich rede mal alleine, weil viele Dinge, die wir machen im Islam, sind doch eine Weisheit. Ich gehe mal vom Wudu aus. Wenn du dich fünfmal am Tag wäschst, aber natürlich nicht mit Wasserverschwendung wie heute. Ich habe hier gelesen, in Saudi-Arabien pro Person, die verbrauchen 300 Liter Wasser am Tag. Wenn ich das richtig gelesen habe, wenn ich das richtig interpretiert habe, das ist ja wahr. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Familie gemeint war oder pro Person. Weil das kommt nicht so richtig darauf. Ach, das ist eine komplette Wasserverschwendung. Guck mal. Wir lernen in Deutschland, Wasser nicht zu verschwenden. Das hat der Prophet a.s. schon beigebracht. Wir lernen in Deutschland bestimmte Hygienevorrichtungen. Was ist Wudu? Wudu ist ja nicht nur einfach das, was du vor dem Gebet machst, sondern automatisch dadurch wäschst du dich fünfmal am Tag. Du wäschst deine Hände, da sind Bakterien vielleicht an den Händen. Du wäschst dein Gesicht, sind vielleicht Bakterien im Gesicht. Es ist sogar Sunna dabei, die Zähne noch davor zu machen. Das heißt, gleichzeitig bringt der Islam etwas mit, was mit der Hygiene zu tun hat. Und wodurch kommt es zu so vielen Krankheiten? Mangelnde Hygiene. Und wir sehen heutzutage die Muslime, die praktizieren vielleicht Wudu, aber die haben in vielen Dingen die Weisheit dahinter gar nicht verstanden. Dass es auch um Hygiene dabei geht, nicht nur einfach dafür, darum, mich zum Gebet fertig zu machen. Ja? Und deswegen, ich sage immer, das ist ja das, was ich jetzt schon mehrmals wiederholt habe. Immer auf das konzentrieren, worauf man selber Einfluss hat. Ja, und weil nicht nach Hause gehen und Deutschland, alles schlecht. Weil man redet sich auch selber eine Ausrede ein. Man redet sich selber ein, ja, boah, hier kann ich ja die Religion nicht so praktizieren. Warum? Ach hier. Der Prophet a.s. Wie viel Lohn hat er bekommen bei seiner Geduld, die er in Mekka hatte und eine Dauer gemacht hat? Das hast du gar nicht in einem islamischen Land vielleicht. Dass du so viel Dauer mit Nicht-Muslimen machen kannst und auch mit Muslimen, die komplett keine Ahnung mehr haben. Hier für dich zum Beispiel in deinem Umfeld. Es gibt ja auch einige, die kommen nach Deutschland. Ja? Ich weiß das, vor allen Dingen so aus Nordafrika. Kommen einige jetzt in dieser Zeit und die sind gekommen, weil sie gedacht haben, in Deutschland gibt es Shahawat ohne Ende, Gelüste ohne Ende. Frauen brauchst du nur so zu machen, die kommen schon, das ist alles gar kein Problem, ganz einfach. So. Deswegen war auch die Silvesternacht, diese 2015, diese Katastrophe, da haben sie einige Frauen interviewt. Und da haben die gesagt, ja, wir haben geschrien und ich habe das Gefühl gehabt, die haben gar nicht verstanden, was das Problem ist. Ja klar, weil die den Jungs, die da hingegangen sind, die selber besoffen gewesen sind, denen haben sie vorher erzählt, ja, da gehen alle raus, du brauchst nur so zu machen bei der Frau, dann kommen die mit. Verstehst du? Das haben die denen eingeredet und dann waren die auf einmal selber überrascht. Aber wer ist auch daran schuld? Die deutsche Bundesregierung ist daran schuld. Wenn die Leute wie uns ranlassen würden an die Leute, die neu hinkommen, die sich mit der Situation gar nicht auskennen. Und wer macht Probleme? Es machen ja nicht die Religiösen,
Weil das ist ja jetzt das, was man überbringt. Boah, die machen Probleme, die Flüchtlinge und so weiter. Guck dir mal an in den Medien, überall. Bruder, überall, wo die Islamas da dran sind, fangen die an mit Flüchtlingen machen Probleme. Der Afghane hat die und die vergewaltigt, hat sie getötet, bla bla bla. Wenn du ihm, guck mal, jetzt vor kurzem, Wallahi, ach, in Usedom, da ist eine 16-Jährige getötet worden. Ich glaube, 16 war. Die ist getötet worden. Und da haben sie zwei Leute verhaftet. Zwei Bekannte von ihr. Oder ich habe mir die Kommentare durchgelesen bei Die Welt. Nur, ja, die Merkel hat diese ganzen Leute reingelassen und dann sehen wir, was wir davon haben. Frauen können hier nicht mehr sicher. Massenvergewaltigung. Oder die haben sich das so eingeredet und am Ende, das waren deutsche Freunde von ihnen gewesen. Hat gar nichts mit Flüchtlingen oder was weiß ich zu tun. Aber die Leute sind so aufgehetzt, so Banane in der Birne, dass das kommt. Aber natürlich gibt es Leute, die Fehler machen. Natürlich gibt es Leute, die Verbrechen begehen. So, aber was muss man dagegen tun? Man muss dagegen aufrufen, man muss die Leute aufklären, man muss die Leute beibringen, man muss die Leute an der Religion binden. Ach, wer an der Religion gebunden ist, vergewaltigt doch keine Frau. Läuft jemand, der an der Religion gebunden ist, Silvester, durch Köln mit der Bierflasche? Nee. Das ist so, aber es wird genau andersrum dargestellt. Also was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, dieses Bild zu korrigieren. Ist das leicht? Nein, ist nicht leicht. Hatte der Prophet es leicht? Nein, der hat es nicht leicht. Ist doch gut, wenn wir es nicht leicht haben. Der größte Lohn kommt mit der größten Anstrengung, mit der größten Probe. Der größte Lohn kommt mit der größten Anstrengung. Und deswegen, solange ihr nicht woanders leben könnt, macht das Beste aus eurer Situation. Macht das Beste aus eurer Situation. Und ich sage den Leuten immer, guck mal in Deutschland, was du mitnehmen kannst. Wir werden in den islamischen Ländern durch den Klimawandel und die Umweltverschmutzung, wo gar nicht aufgeklärt wird, in den nächsten 20, 30 Jahren Katastrophen erleben. Oder ich war in Ägypten gewesen, am Nil-Delta in Aswan. Am Nil-Delta in Aswan. Bruder, ich schrie, auf einmal sind alles Fliegen. Auf gut Deutsch heißt Fliegen. Und es stinkt wie verrückt. Ich sagte so, warum stinkt das hier so? Da sagte mir, ja, die Kanalisation von der ganzen Stadt hier, wir haben nur 1 Million Einwohner, wird alles in den Nil reingebracht. Ich sagte, Bruder, kann doch nicht alles einfach so in den Nil reingebracht werden, das ist doch Umweltverschmutzung. Das stellt sich für das für Gewässer. Was ist der mir sagt? Ja, es regnet doch alles. Bruder, das heißt, er hat gar kein Bewusstsein dafür, was Umweltverschmutzung angeht. Ich gehe manchmal hier in den Kiosk, hier in Mekka, die geben dir ja für jede Sache eine Tüte. Du kaufst eine Dose, Tüte. Dose, Kaugummi, Snickers, Tüte. Die tun dir alles in eine Tüte rein. Ich komme rein, sage ich brauche keine Tüte. Andy Jujub, ich hab Taschen. Na, lesen Kies, unbedingt, brauchst du unbedingt eine Tüte. Sag ich, aber ich will keine Tüte. Lee, warum? Wenn du unbedingt eine Tüte will. Und sage ich zu dem Talabus, Umweltverschmutzung. Wie Talabus? Ein Talabus, der weiß gar nicht, wovon ich rede. Dann sage ich zu ihm, Bruder, die wird hergestellt, und umso mehr Tüten hergestellt werden, umso mehr landen im Müll und umso mehr müssen entsorgt werden. Und das ist gar nicht bei ihm auf dem Schirm. Bruder, wir werden in den nächsten Jahren Katastrophen erleben in der islamischen Welt. Du kannst das auch von deinem Land bestätigen. Oder Katastrophen. Wir brauchen Leute, die zum Beispiel in Deutschland gelernt haben, Umwelttechnik. Beispielsweise Wasserenergie, Strom, Sonnenenergie, Windenergie. Diese Dinge werden alle gebraucht werden für die Leute. Da muss man schauen, wie man da dran kommt. Wir brauchen Leute, die Experten sind und sowas. Und das ist das, was ich sage. Nimm dieses Wissen mit und sei nützlich. Sei nützlich für eure Leute. Deswegen macht das Beste aus deiner Situation.